Hey und herzlich willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir sind in Hamburg und ich stehe hier gerade an der Werkstatt mitten in Hamburg und ja, da haben wir eigentlich aufgehört, aber ich habe schon wieder zwischendrin ein bisschen gebastelt und gespielt und ja, das wollte ich euch natürlich erstmal zeigen. Ich habe es auf Facebook noch nicht veröffentlicht. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch das direkt im Spiel am Truck. Sieht man jetzt so nichts, aber ich habe neue Hänger und zwar die normalen SCS-Hänger. Da habe ich eine Lackierung für entworfen und zwar ja, für euch. Also es ist schon mein Logo drauf, aber seht selbst. Also so sieht er aus vorne, der Hänger. Und schaut mal. So sieht er von der Seite aus. Und so von hinten. Ich finde, das passt auch ganz geil. Und ich hoffe inständig, die Lackierung gefällt euch. Wenn ihr Vorschläge habt für irgendeine Lackierung, was ich mal machen könnte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, da ist noch ein leeres Fleckchen, da könntest du das und das hinmachen. Schreibt mir. Schreibt mir in die Kommentare und ich bastel für euch. Wo ich auf jeden Fall nicht mehr dran bastel, ist an meinem LKW. Der gefällt mir im Moment genauso, wie er ist. Ich finde den Weltklasse. Also echt schön. Da könnte man auch vielleicht mal ein Thumbnail machen, oder? Ich finde, den nehme ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wir könnten auch hier mal direkt wieder ein Foto machen. Fotomodus. Und dann machen wir das genauso, wie er eben war. So vielleicht, ja, oder? Machen wir noch die Tiefenschärfe wieder raus. Und Foto. Zack. Meistens habe ich ja auf den Thumbnails Fotos von meinem LKW drauf oder vom Interieur. Aber gut, was soll ich machen? Ist halt nun mal so. Da ich ja nicht so oft Unfälle baue oder so, muss ich ja irgendwas nehmen. Wo wir gerade hier im Menü sind, würde ich sagen, wir gucken, ob wir ein schönes Streckchen finden mit unserem Hänger. Das ist ein, ja, so ein, wie sagt man, Gardinenhänger, ein Curtain Slider nennt sich das, also ein Gardinen zur Seite Schieber. Ja, ist in erster Linie für Trockenfracht. Wir können den jetzt gern mal benutzen und gucken mal, ob wir was Gescheites finden für diesen Hänger, wo wir dann hier von Hamburg hinfahren könnten. Nach Frankreich, nach Riga. Riga wäre auch cool. Aber auch wieder ein ganz schönes Stückchen nach Lettland hoch. Nach Ungarn, nach Russland. Das ist nochmal Lettland, glaube ich. Ein Stückchen höher, genau. Dann Edinburgh, nach Genf, Wimpf, Stockholm. Stockholm wäre auch. Le Havre, nochmal Stockholm. Brünn, Newcastle, Lille, Odense, wo gänse denn hin? Berlin, weiß ich jetzt nicht. Ich würde gern Magdeburg. Ich würde ja schon gern mal nach England rüber wieder. Hättet ihr Bock? Wollen wir mal England machen? Ich glaube, das Einzige war hier Edinburgh, oder? Haben wir noch was anderes nach England? Newcastle. Wo ist denn Newcastle? Ist da oben. Und Edinburgh ist noch ein Stück höher, glaube ich, gell? Ja. Ich würde sagen, Newcastle langt, oder? Wollen wir nach Beton? Wollen wir Beton fahren oder wollen wir lieber... Was war denn das andere? Zwiebeln. Komm, wir machen mal einen Heuletransporter, oder? Ich würde sagen, wir fahren mal die Zwiebeln darum, oder? Knoblauch nach Norwegen. Nee, wir fahren Zwiebeln. Zwiebeln ist gut. Besser wie Beton. Gut, dann können wir eigentlich direkt los, weil ausgeschlafen bin ich. Tank ist relativ voll. Und ja, dann bleibt man eigentlich nur noch Foto an. Feststellbremse, muss ich die auch anziehen?
Moment, ich gucke. Nein, die ist schon lose. Gut. So, wo müssen wir denn hin? Nach rechts. So, links ist frei. Dann links hier raus. Nach rechts ab. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Das kriegen wir hin, oder? Geradeaus schaffen wir. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich habe mir auch noch mal eine neue Mod angeschafft. Vielleicht hört ihr es schon. Wer gestern die Folge geguckt hat und heute die Folge guckt, der hört es direkt. Wenn wir gleich in die Innenansicht wechseln. Aber ich glaube, so hört man es auch ganz gut. Ich habe eine rechts abbiegen. V8 Open Pipe nennt sich das. Ab. Das ist praktisch ja, für diese Auspuffart. Wir sind fertig. Ja, ohne Dämmer oder ich habe wie sagt man dazu? Ja, es ist halt ein bisschen lauter und ein bisschen robuster. Mir mal eine Mod gesucht. Die gibt es mittlerweile auch schon für die 1.40. Wir sind auch im Übrigen immer noch in der Beta. Aber lass uns jetzt erstmal kurz den Frachtmarkt begutäugen. Wir müssen unsere Zwiebeln noch einladen. Wo müssen wir hin? Dahinter. Das ist natürlich geil jetzt. Da komme ich dann gleich auf der Fahrt nochmal dazu, euch da ein bisschen drüber was zu erzählen. Da gibt es nämlich auch Neuigkeiten, beziehungsweise sind schon eigentlich gar keine Neuigkeiten mehr, weil ich nämlich... Ach, guck mal! Einfach nur noch gerade, oder? Wie geil ist denn das? So, dann bitte einmal mit Zwiebeln voll machen. Warte, Motor aus. Zack. Ja, Neuigkeiten sind es eigentlich nicht mehr, weil wir ja heute schon wieder den, weiß ich nicht, 20. März haben und das wurde Anfang März schon gesagt. Aber wie gesagt, da komme ich gleich drauf. Wir fahren jetzt erstmal in Ruhe los. Für die Community. Ich finde den schön, den Hänger. So, jetzt müssen wir hier rechts raus. Natürlich auch wieder so eine Wumme. So, Blinker setzen. Ganz brav, die da hinten haben noch rot. Da können wir ja hier eigentlich ausfahren. So. Gut. Hört das? Geil! Ja, aber schön Rums jetzt auf der Schüssel. Ja, also. Lange Rede. Und dann links abbiegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben das DLC nochmal verschoben. Also Iberia kommt nicht im März. Biege nach links. Sondern wohl erst im April. Einen festen Tag im April haben sie aber auch noch nicht genannt. Aber der April steht wohl fest. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es durchaus sein kann, dass, wenn wir das hier, wenn ihr das hier seht, dass wir dann vielleicht schon aus der Beta raus sind. Also der Patch 1.4, der offizielle, der soll wohl noch jetzt hier im März kommen. Und ich bin schwerstens gespannt natürlich.
Es war im Übrigen jetzt von der letzten Aufnahme zu der schon wieder, ich glaube, 2 oder 3 Patches, und dann links abbiegen, die aufgespielt worden sind. Insofern, biege nach das links geht ab. Im Moment wirklich Schlag auf Schlag. Und ja, wir warten mal ab, wann es denn soweit ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es etwas früher ist wie später. So, lässt mich der LKW auch. Ja. Ups. Nicht nachladen jetzt hier in der Kurve wieder. Einfach aus dem Grund, damit die ganzen Mods, die ich vorher drauf hatte, dann, also die Entwickler von den Mods, dann wieder richtig loslegen können. Weil für die ist es im Moment wahrscheinlich noch so ein bisschen, ja, was soll ich denn jetzt an der Mod, die Mod umbasteln, wenn sie dann wieder was ändern. Fange ich wieder von vorne an. Deswegen biege nach rechts ist das immer ganz praktisch, wenn das Spiel nicht in der Beta-Phase ist, dann geht es auch meistens Schlag auf Schlag mit den Mods. Der klingt auch beim Bremsen jetzt anders. Habe ich da auch irgendwas geändert? Also ich habe die Anzeige im hier Tacho und so, die habe ich auf Orange gestellt. Man sieht einen Unterschied, aber ich finde ihn jetzt nicht so krass, aber es sieht schön aus. Des Weiteren habe ich, wie gesagt, die Open Pipe Mod. Die hört man ganz eindeutig. Was haben wir noch gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas... Ich habe die Lackierung gemacht. Ne, mir fällt, glaube ich, gerade gar nichts anderes mehr ein. Ich glaube, das war es auch schon, was wir hier gebastelt haben. Was ich jetzt, ich habe die Patch Notes noch nicht durchgelesen vom letzten Patch, was sie da so gemacht haben mit. Also langsam kriege ich auch die Kurve hier in der Außenperspektive nicht in der ersten Sekunde direkt einen Unfall zu bauen, wenn man mal so fährt. Aber es ist natürlich auch nur, wenn kein Verkehr da ist. Schwankt ein bisschen, aber gut. Ne, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Aber wie gesagt, ich freue mich auf den Patch, wenn er dann, also beziehungsweise auf die Vollversion von der 1.4. Und dann können wir vielleicht wieder ein bisschen basteln und dann machen wir vielleicht auch mal eine Bastelstunde. Da könnt ihr mir nicht nur sagen, was ich mal für den Hänger lackieren sollte, sondern auch, wenn ihr sagt, oh, mach doch mal einen Volvo oder mach doch mal einen Mercedes-Truck oder so. Ein bisschen Geld haben wir jetzt gespart. Ich bin nochmal so offline ein paar Frachten gefahren. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Kohle rangeschäffelt. Ja, müssten wir halt mal gucken. Wenn euch da irgendwas zusagt und ihr sagt, ja, das wäre cool, fahr doch mal dahin, kauf doch mal den Truck. Ich würde mich freuen über ein bisschen Beteiligung hier. Wie gesagt, ich fahre hier für euch durch die Gegend und dann kann ich durchaus auch mit dem Krempel rumfahren, so wie ihr ihn gerne hättet. Das fände ich cool. Und dann machen wir wirklich mal eine Bastelstunde, wo wir dann mal einen LKW aufbauen mit den Lampen und den Lichtlines und der Lackierung. Na gut, Lackierung, die muss vorher fertig sein, weil die wird ja nur aufgepinselt. Weil wenn ich mit euch eine Lackierung baue, dann das gibt eine lange Folge. Das dauert immer ein bisschen länger, bis das fertig ist. Okay, sorry.
Das war keine Absicht. Aber von der anderen Seite vielleicht klappt es da besser. Oh, wieso steht der da? Mit seinen Treckern? Ich war schon wieder so weit rüber. So, wo sind wir denn? Bremen. Hä, wollten wir nicht nach England? Von oben. Ja, und durchs Schild gerast. So. Mal wieder ein bisschen gemütlich machen. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein bisschen beteiligt. Hätte ich richtig Bock drauf. Oder wenn ihr selbst spielt und mir zuguckt hier und sagt, probier doch mal die und die Mod aus. Mache ich auch. Habe ich kein Problem mit, habe ich keine Schmerzen mit. Kann euch auch gern mal ein paar Mods vorstellen, ein paar Mods zeigen. Wenn ihr irgendwas gesehen habt und ja, können wir gerne mal zusammen drüber gucken. Ich mache fast alles für euch. Fast. Sorry. Ich hab mir gerade selbst Kopfkino verpasst. Nein, ich mache fast alles. Nicht alles. Ja. Und ihr seid natürlich aufgefordert. Das sage ich ja eigentlich in jedem Let's Play. Wenn euch irgendein anderes Spiel interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, egal unter welches Video. Ich lese alle eure Kommentare. Wenn ihr irgendein Spiel habt, wo ihr sagt, ach, spiel doch das mal. Alles her mit Vorschlägen. Ich bin zu jedem Schabernack bereit. Oh, ein Mähdrescher. Trischt. Der vertrischt gerade seine Frau. Ja, wie gesagt, was gibt's noch Neues? Iberia hat sich ein bisschen verschoben, aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Wir kommen schon noch nach Spanien und nach Portugal. Ich freue mich tierisch drauf. Ich hoffe auch, dass es so ein bisschen Pyrenäenstrecke und sowas. Momento, hier ist irgendwas schief. Ah, ha, genau. Ich zeige euch noch was. Es gibt nämlich noch was Neues. Da müssen wir jetzt aber, da müssen wir jetzt ganz tapfer sein, weil ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. So, wir halten jetzt hier mal mitten auf der Autobahn an und jetzt passt auf. Nicht nur so ganz komisch. Ich habe euch ja gesagt, es gibt eine Flycam. Und die ist ein bisschen widerwillig. Ein bisschen störrisch. Aber man kann hier durchaus, wenn man da ein bisschen Übung drin hat, die auch benutzen und sich dann mal so Sachen hier angucken. Finde ich eigentlich immer ganz, ganz geil. Guck mal, jetzt werde ich hier überholt. Ich produziere hier den allerfeinsten Stau. Gut, so. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Ich glaube so, ja, genau. So, können wir auch weiterfahren. Ja, das ist neu. Also Flycam haben wir jetzt auch am Start. Iberia DLC dauert noch ein bisschen. Ach, und sie haben auch schon wieder ein neues DLC angeteasert. Und zwar Road to Russia heißt das, glaube ich. Und da soll wohl Russland weiter ausgebaut werden, inklusive Moskau. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber da gibt es noch gar keinen Release-Monat oder nicht mal das Jahr ist 100% sicher. Also es wäre schön, wenn es vielleicht Ende des Jahres noch käme. Aber achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Ja, wie gesagt, ist angekündigt, aber noch kein Datum.
wann es denn kommen soll. So, wieso kann ich eigentlich so mega viel Gas wiedergeben? Wie viel Fracht haben wir denn hier geladen? 17 Tonnen. Man gibt ja so ein Gummi. Ist ja krass. Okay. Mit 17 Tonnen im Gepäck.